Jesus, danke, dass du den Raum ausfüllst, deine Gegenwart. Und dass wir als deine Gemeinde, wir als Gotteskinder dürfen würdig sein, dich anzubeten. So unverdient. Eigentlich unpassend. Jesus, du hast uns würdig gemacht. Ich preise dich dafür. Und wir wollen unser Herz jetzt weit auftun und dein Reden und dein Wirken an uns erwarten. Jesus, erwarten, dass du unseren inneren Mensch ausrichtest auf dich und stark machst und uns füllst mit deiner Kraft. An uns wirkst, durch uns wirkst. Amen. Amen. Es hat mir so spannend gedacht, in den letzten Wochen unterwegs zu sein in diesem Reich Gottes, über das Reich Gottes nachzudenken, wo zwar da ist, real unter uns, aber wir können es nicht sehen, wir können es nicht greifen, sondern es ist so dynamisch, dass es sich einfach dort verwirklicht, wo die Qualität von unserem Gott, die Kultur vom Himmel darf reinbrechen, Gerechtigkeit und Frieden und Freude. Reich Gottes, wo der dich und der mich Gestalt annimmt. Dort, wo wir uns vom Heiligen Geist leiten. Wir haben immer wieder über den Heiligen Geist geredet. Er, der der Gestalter ist von diesem Reich. Er, der es vorbringt. Er, der mit seiner Kraft das Reich erst möglich macht. Und der Heilige Geist spielt eine ganz entscheidende Rolle, wenn wir heute im letzten Teil noch einiges Gleichnis über das Reich Gottes miteinander lesen wollen. Das steht im Lukas 19, ab Vers 11. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sehr gerne mitlesen. Lukas 19, wenn man sich das so vorstellt, das ist schon kurz, bevor Jesus in die Passionszeit hineingeht. Und das ist die Situation, in der wir uns drin befinden. Jesus mit seinem Jüngertross auf dem Weg nach Jerusalem und die Atmosphäre angespannt. Alle spüren, etwas Grosses liegt in der Luft. Der Showdown, wo alle darauf gewartet haben, steht unmittelbar bevor. Und einige Jünger sind ja schon dabei, sich in Position zu bringen für die besten Plätze, wenn der Jesus sein Reich startet. Wenn er als König sein Reich aufrichtet, dann wollen sie neben ihm sitzen, links und rechts, und mit ihm herrschen. Und in diese Atmosphäre hinein sagt Jesus Folgendes. Lukas Evangelium 19, Vers 11. Die Menge hörte Jesus zu, ist an seinen Lippen gehangen. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis, denn da er nahe bei Jerusalem war, glaubten sie, dass das Reich Gottes nun endlich anbrechen würde. Oder vielleicht noch fast besser übersetzt, sichtbar wird. Dass Jesus jetzt endlich die Römer rauskickt aus dem Land, ein Friedensreich aufrichtet und eben die Jünger ihren Platz links und rechts von Jesus bekommen. Jesus sagte, ein vornehmer Mann wurde in ein fremdes Land gerufen, um dort vom König gekrönt zu werden. Danach wollte er wieder zurückkehren. Vor seiner Abreise rief er 10 Diener zu sich und gab ihnen 10 Pfund Silber, mit denen sie in seiner Abwesenheit handeln sollten. Aber sein Volk hasste ihn und sandte ihm eine Abordnung nach, um ihm sagen zu lassen, dass sie ihn nicht zum König haben wollten. Als er zurückkam, ließ der König die Diener kommen, denen er das Geld gegeben hatte. Er wollte erfahren, was sie mit dem Geld angefangen und welche Erträge sie erzielt hatten. Der erste Diener berichtete, Herr, ich habe die ursprüngliche Summe verzehnfacht. Gut gemacht, rief der König. Du bist ein vertrauenswürdiger Diener. Du warst mit dem wenigen treu, das ich dir anvertraut habe. Deshalb werde ich dich zur Belohnung als Statthalter über 10 Städte setzen.
Der nächste Diener meldete: Herr, ich habe das Fünffache des ursprünglichen Betrags erwirtschaftet. Gut gemacht, sagt der König. Du kannst Statthalter über 5 Städte sein. Der dritte Diener aber übergab ihm nur die ursprüngliche Summe und erklärte: Ich habe es versteckt und sicher aufbewahrt. Ich hatte Angst, weil du ein so strenger Mann bist und nimmst, was dir nicht gehört und erntest, was du nicht gesät hast. Du schlechter Diener, fuhr der König ihn an. Streng soll ich sein? Wenn du mich so gut kennst und wusstest, wie streng ich bin, warum hast du das Geld dann nicht auf eine Bank gebracht, damit ich wenigstens Zinsen erhalten hätte? Darauf wandte der König sich an die Umstehenden und befahl: Nehmt diesem Diener das Geld ab und gebt es dem, der seinen Anteil verzehnfacht hat. Aber Herr, wandten sie ein, dieser Diener hat doch schon genug. Ja, antwortete der König, aber denen, die ihren Anteil gut nutzen, wird noch mehr gegeben werden. Denen jedoch, die nicht treu damit umgehen, wird auch das Wenige, das sie haben, noch genommen. Und nun zu meinen Widersachern, die mich nicht zum König haben wollten, führt sie herein und tötet sie vor meinen Augen. Wir finden im Gleichnis 2 Ebenen, die ineinander verknüpft sind. Die Ebene der Diener und wie parallel dazu eine zweite Geschichte, ein zweiter Inhalt, die von den Finden von Jesus. Und wir möchten heute Morgen nur auf die erste Ebene eingehen. Weil das ist unsere Ebene. Wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, ist das die Ebene, wo wir uns darauf bewegen. Es ist offensichtlich, dass Jesus sich in diesem Gleichnis mit dem König selber meint. Er bereitet seine Jünger darauf vor, dass das Reich eben zwar angebrochen ist, aber noch nicht sichtbar. Und zwar noch längere Zeit nicht sichtbar wird sein. Es gibt eine Zwischenzeit, bis dann, wo der König dann zurückkommt, krönt und seine Herrschaft wirklich aufrichtet. Über das haben wir ja auch schon geredet in dieser Serie. Es ist also definitiv zu früh, sich schon nach den besten Plätzen im Reich Gottes umzuschauen. Jesus sagt: Zuerst habe ich einen Auftrag an euch. Eine Aufgabe. Und wenn ich als König wiederkomme, wird die Rechenschaft fordern, wie ihr die Aufgabe erfüllt habt. Und vielleicht stutzen wir fast ein bisschen, wie sich Jesus hier beschreibt. Mein König geht ja noch, wir haben ihn noch gerade angebetet als König, aber ja, Jesus zieht hier Konsequenz, dass er König ist. So fordernd, so streng. Ich glaube, wir können Folgendes festhalten. Es wird hier nicht zur Seite geschoben, was wir über Jesus wissen. Dass er gekommen ist, zum Dienen. Seine Hingabe, seine Liebe, dass er selbst am Kreuz, die ihn in der Unschuldig foltern, dass er denen grosszügig vergibt. Wenn wir die Evangelien lesen, seine Barmherzigkeit, wie er den Ausgestoßenen begegnet ist, den Verachteten, sogar den Sünder mit Gnade und Güte. Und auch seine Güte und Geduld, die er seinen Jüngern gegenüber hatte. Jetzt kommt dann gerade die Zeit, wo er sie ermutigt, sie tröstet, sich darauf vorbereitet, ihnen Mut gibt, dass sie in dieser Zwischenzeit, wo Jesus eben schon im Himmel ist, dass sie bestehen können. Das alles gilt. Das ist Jesus. So ist er. Das ist sein Charakter. Das ist sein Wesen. Und gleichzeitig scheut er sich nicht, sich in diesem Gleichnis als König zu beschreiben, der Audienz hält, der Rechenschaft einfordert, der auch Gericht ausübt. Erstaunt dir das? Muss eigentlich nicht, weil Jesus ist der König. Und zwar nicht irgendeiner, er ist der König der Könige. Wenn du mal in die Offenbarung hineingehst und die Anbetung studierst, die ihm entgegengebracht wird, dann merken wir, er ist so würdig. Von seiner Stimme erzittert das Ganze all. Er ist der Herr und er wird auch Rechenschaft fordern. Jetzt denken wir, hat nicht der Dani letzte Woche darüber predigt, dass es keine Leistung braucht? Jesus allein? Und überhaupt nicht Jesus plus
keine guten Werke, die hier hinzugefügt werden müssen. Und jetzt, Lukas, eine Woche drauf. Das Gegenteil, macht ihr das jetzt etwa so, eine Woche so, die andere Woche so etwas anders? Es ist kein Widerspruch. Der Dani hat letzte Woche darüber geredet, was es braucht, um ins Reich Gottes hineinzukommen. Ja, hier die Tür aus dem Keller aufgeschleppt. Und das zum Ausdruck bringen. Was braucht es, um ins Reich Gottes hineinzukommen? Was braucht es, um durch die Tür zu gehen? Glauben an Jesus. Und dann noch ein paar Werke als Zugabe, um uns als würdig zu erweisen. Und dann, wenn wir das Billett hier können vorweisen können, der Engel sieht ihr jetzt leider nicht, dann studiert er das, ob es gültig ist. Und wenn es gültig ist, darf man eintreten. Der Dani hat letzte Woche darüber geredet, so nicht. Das kann man gerade mal verreissen. Weil Apostel Paulus hat gesagt, schaut, eigentlich ganz pragmatisch hat er zwei Möglichkeiten. Entweder vertraut er auf Jesus und seine Gerechtigkeit. Oder ihr vertraut auf eure eigene Gerechtigkeit. Und ihr probiert das Gesetz zu halten und euch gerecht zu machen. Und wenn es euch... Wir wissen, dass es nie länger kann. Wir kennen uns ja selber. Du kennst dich selber. Wir wissen, dass wir selber nicht vor Gott gerecht werden können. Und es gibt diese zwei Möglichkeiten. Nur die Gerechtigkeit von Jesus oder nur die eigene Gerechtigkeit. Und den frommen Judenchristen hat Paulus das regelrecht um die Ohren geschlagen und gesagt, es geht im Fall nicht nur, dass ihr beschnitten seid und ein bisschen fastet und ein paar Festtage einhalten. Das ganze Gesetz. Oder Jesus. Glauben an Jesus. Ihm vertrauen. Ihm das Leben geben. Seine Vergebung empfangen. Das ist der Eintritt ins Reich Gottes. Ich glaube, das haben wir gut verstanden letztes Mal. Und wisst ihr was? Jesus redet jetzt nicht über, wie man reinkommt, sondern er redet über die, die im Reich Gottes innen sind. Er redet über die und mich. Nicht als Vorbedingung, nicht als Zusatz, aber als Folge davon, dass wir Gottes Kinder geworden sind. Dass Jesus uns neu gemacht hat, dass sie Heilige Geist in unserem Leben Raum genommen hat. Als Folge davon zur Ehre von Gott leben. Gute Werke als Frucht, als Folge, nicht Vorbedingung, als Folge. Gute Werke, Gebot von Gott dankbar halten, weil sie uns zeigen, was ihm gefällt. Mit dem Nächsten so umgehen, wie wir mit uns umgehen. Uns danach ausstrecken, Jesus ähnlicher zu werden. Und so unseren Mitmenschen dienen. Dem Werk vom Heiligen Geist, wo Dani letzte Woche darüber geredet hat, die Frucht, deren Raum zu geben, dass sie in uns so stark wächst, bis es rausplatzt aus meinem Mund, aus meinen Händen und unsere Mitmenschen gesegnet werden. Der Apostel Paulus schreibt im Epheser 4, 24, zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind. Nämlich in dem, dass wir uns erneuern in unserem Sinn, in unserem Herz. Als Frucht von unserer Gotteskindschaft. Werk, wo Gott freut. Wenn Jesus als König wiederkommt, wird er Rechenschaft über das einfordern. Und wir denken jetzt, okay, Rechenschaft, ja, Rechenschaft. Ich weiß nicht, wie man das Gleichnis lesen kann, ohne auf Rechenschaft zu kommen. Um das geht es. Und es ist nicht falsch, wenn man bei diesem Gedanken mal zuerst kurz ein bisschen tiefer einatmet und mit Ehrfurcht
reagiert, Ehrfurcht empfindet, vielleicht sogar innehalten und euch selber prüfen. Apostel Paulus sagt im 2. Korinther 5, Vers 15, Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, die, die ins Reich Gottes hineinkommen sind, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und für sie zum neuen Leben auferweckt worden ist. Wegen dem steht dort in Vers 9, 2. Korinther 5, Vers 9, wir haben also nur ein Ziel, Freunde, ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Und jetzt sagt der Apostel Paulus genau das Gleiche. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl vor Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es gut oder böse war. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Und die Rechenschaft geht's nicht, ist nicht die Frage, bist du ein Kind Gottes oder bist du Käse, sondern hast du als Kind Gottes, wo du ein Kind Gottes geworden bist, was hast du mit dem gemacht? Hat es als Folge von deiner Gotteskindschaft Früchte gegeben? Ich möchte uns das in Erinnerung rufen, dass wir aufgefordert sind, dem Bewusstsein zu leben, dass Jesus von uns wird Rechenschaft fordern, wenn er als König wiederkommt. Und das müssen wir uns immer wieder fragen, bin ich denn bereit, ihm zu begegnen? Setze ich ein, was er mir anvertraut hat? Kann er zu mir sagen, Lukas, du vertrauenswürdiger Diener. Du bist treu gewesen. Vielleicht denkst du jetzt, wie kann der das so betonen? Das stresst mich. Das bringt mich doch unter Druck. Das höre ich immer wieder. Das bringt mich unter Druck. Wir müssen das Gleichnis vielleicht noch einmal miteinander anschauen. Weil Jesus beschreibt ganz genau, woher der Druck kommt. Es gibt eine entscheidende Weichenstellung. Wenn dir der Gedanke von Rechenschaft vor Jesus nicht anspornt, sondern unter Druck setzt, spür mal in dir, als ich es gelesen habe. Was war das für ein Gefühl gewesen? Ansporn oder Druck? Wenn du Druck empfindest, bitte acht ganz genau darauf, worin sich die zwei Dienergruppen, die zwei Ersten und der Dritte, in was die sich unterscheiden. Denn der Druck soll heute am Morgen von dir abfallen. Und an einer Freude Platz zu machen, freigesetzt sein, dir Jesus hinzugeben. Das Gleichnis nimmt ja eine bittere Wende. Der dritte Diener, der das Ziel komplett verfehlt. Aber das Gleichnis ist nicht als Drohung zu lesen. Nicht eine Drohung. Es könnte dir im Fall auch passieren, wenn du dich nicht genug anstrengst. Nein, es soll uns aufrütteln, wachsam zu sein auf diese Weichenstellung, wo Jesus seinen Finger drauf legt, wo sich entscheidet, ob wir in unserer Nachfolge freigesetzt oder blockiert sind. Gehen wir noch einmal hier rein. Der König reist ab, verteilt seinen Diener eine größere Summe Geld, etwa 3 Monatslöhne und einen klaren Auftrag, setzt ein, was ich euch anvertraut habe. Es geht eine längere Zeit und dann kommt der Rapport. Und schon nur, wenn wir uns das vor unseren inneren Augen ausmalen, die Szene, finden wir schon das Entscheidende. Stellen wir vor, dass da irgendwie ein festlicher Raum wahrscheinlich war oder so, wo der König, neu gekrönte König, die Audienz abgehalten hat. Und die Diener gewartet haben. Und schon an ihrer Mimik, das lese ich jetzt in Text rein, schon klar, aber ich bin ganz sicher, dass es so ist, schon an ihrer Mimik hat man einen grossen Unterschied gesehen. Die Enten sind voll freudiger Erwartung da gestanden.
Man hat ihnen die Genugtuung regelrecht angesehen. Sie haben es kaum erwarten, vor ihrem geliebten und verehrten Herz zu kommen und ihm zu erzählen, was für einen Gewinn sie dürfen erwirtschaften. Und einer, der dabei gestanden ist, kühl, distanziert, mit einem verschlossenen Gesichtsausdruck. Und so ist er auch vor einen König getreten. Hier hast du zurück, was du mir gegeben hast. Endlich bin ich los. Es war mir eine Last, ein beständiger Stress. Warum nur hat dieser Diener so anders erlebt als die anderen zwei? Die anderen zwei haben das anvertraute Kapital als Vertrauensbeweis aufgefasst und sich darüber gefreut, dass sie mit diesem Kapital ihrem Herr noch besser dienen können. Warum nur? Der Diener lässt ja sein Herz blicken. Und das offenbart die ganze Tragik. Ich habe Angst vor dir. Du bist streng, hart, fordernd. Du nimmst, was dir nicht gehört. Was du nicht gesagt hast, sagst du ein. Mit dem Gewinn, den ich mit meiner Mühe erwirtschaftet habe. Du hättest das unter den Nagel gerissen. Du lässt mich schuften und nützt mich dabei doch nur aus. Er ist von diesen Gefühlen so eingenommen, dass er nicht erwähnt, dass er einen klaren Auftrag hatte und ungehorsam war. Das ist ihm keine Erwähnung wert. Worin liegt Tragik? Worin liegt Tragik? Dass er sein Herr nicht kennt. Und darum seine guten Absichten, die er mit ihm hatte, indem er ihm das Kapital anvertraut hat, misstraut. Spüren wir das? Schau doch, wie der König auf die Berichte der ersten zwei Diener reagiert. Er freut sich über sie. Er freut sich nicht, dass er ein bisschen reicher geworden ist. Er freut sich über sie. Er freut sich für sie, dass sie sich bewährt haben. Als treu erwiesen, dass er mit ihnen einen Schritt weiter gehen kann und sie jetzt einsetzen kann als Statthalter über 10, über 5 Städte. Schau mal, das Kapital verzehnfacht und dann statt 20'000, 200'000 dem König zu bringen und er sagt, hier, 10 Städte, das ist doch völlig eine unverhältnismäßige Belohnung. Es geht gar nicht um das. Es geht darum, dass sie sich können als treu erweisen können. Und wenn man es genau anschaut, ich persönlich habe den Eindruck, er hat das Kapital gar nicht zurückgenommen. Er sagt ja, dann nehmt es dem und gebt es dem, der schon 10 hat. Der hat das können behalten und weiter mit dem wirtschaften. Dem König geht es nicht darum, reicher zu werden, seine Diener auszupressen, zu ernten, was er nicht gesagt hat. Ihm geht es darum, dass sich seine Diener als treu erweisen dürfen. Er hat sie freigesetzt als seine Teilhaber. Verstehen wir? Teilhaber. Nicht Arbeiter. Im Hebräer 3, Vers 1 steht, ihr gehört doch zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Darf ich dir das zusprechen? Du gehörst, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, anvertraut hast, das Kind Gottes bist, gehörst du zu denen, die Jesus geheiligt hat und berufen zur Teilhabe an der himmlischen Welt. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Das ist eine Weichenstellung in unserem Glaubensleben, wo sich entscheidet, ist Jesus dienen eine freudige Sache, freigesetzt, oder bin ich blockiert und unter Druck und es ist eine beständige, stressige, mühsame Pflicht.
der einfach sein muss, weil ich habe ja keine andere Wahl. Weil der König ja schließlich Rechenschaft fordert von mir. Es hängt an unserem Selbstverständnis. Verstehe ich mich als Teilhaber? Und dann kann ich ihn noch freudig erwarten. Oder verstehe ich mich als Arbeiter, der ausgenutzt wird? Und ich habe schon vorher auf unsere Gefühle hingewiesen. Ich möchte noch eines bitten. Bei diesem Stichwort Rechtfertigung, was steigt in dir auf? Eine freudige Erwartung oder Angst? Es offenbart, wie du dich siehst. Es offenbart dein Selbstverständnis. Es offenbart, ob du ein Selbstverständnis als Teilhaber hast oder eins als Arbeiter. Und ich möchte es noch einmal sagen, lass dir heute ein neues Verständnis schenken. Leg die Arbeiter-Sklaven-Mentalität ab und wird zum Teilhaber. Am Apostel Paulus ist das ein riesiges Anliegen. Dass die Gemeinde das versteht. Im Epheserbrief hat es mehrere Gebete, wo es darum geht, dass die Gemeinde versteht, was Gott ihnen möchte schenken. Und im Epheser 1, Vers 18 steht, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Teilhaber. Und der Paulus macht vor, dass das ein Gebet ist. Es muss in unserem Inneren muss es Klick machen. Und das darfst du auch beten. Du darfst genau das Gebet dir zu eigen machen. Jesus, öffne mir die Augen von meinem Herz, damit ihr erkenne, dass ich Erbe bin, Teilhaber. Und nicht zum Schuften berufen bin, auspresst. Ich hoffe, wir spüren, dass dieser Paradigmenwechsel uns freisetzt. Jesus zu dienen und sein Reich, und wir dürfen ganz kühn sagen, unser Reich zu bauen. Das ist die Grundlage, dass wir uns am Heiligen Geist freudig zur Verfügung stellen dürfen. Über das alles haben wir geredet im Laufe dieser Serie. Dass der Heilige Geist in uns wohnt und in uns möchte eine Frucht hervorbringen. Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das Thema von letzter Woche. Der Heilige Geist, der in mir wirkt. Und das soll rausfließen. Und dann entsteht durch mich, vielleicht sagen wir besser, durch den Heiligen Geist, der durch mich wirkt, Reich Gottes, dort, wo du mit dieser Art und Weise bist, lebst und auftrittst. Das ist die Gabe, die der König seinen Diener anvertraut. Also ich sage mal, das ist ein Teil von dieser Gabe. Es gibt nämlich noch viel, viel mehr. Wenn wir uns ganz bewusst als Kanal Gott zur Verfügung stellen, dann kann er noch viel klarer, noch viel umfassender durch uns durchwirken. Wir finden ja in der Bibel eine Vielzahl von Gaben. Und ich finde es so schön, dass da gar nicht unterschieden ist. Das ist eine geistliche Gabe, die wäre besonders wichtig. Hier ist eine natürliche Gabe, so eine Begabung. Das ist nicht so wichtig, aber auch gut. Nein, das ist zusammengefasst. Gott hat dir vieles anvertraut. An natürlichen und geistlichen Gaben. Und du sollst es einsetzen. Du sollst es einsetzen als dein Kapital, das Reich Gottes, dein Reich, als Teilhaber mitzubauen, mitzuprägen. Ich möchte lesen, Römer 12, Vers 6 bis 8, da kommt das so wunderbar zusammen, da muss ich gar nicht gross eigene Worte verlieren. Die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind ganz verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen.
Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, Prophetie, praktischer Dienst, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Die ganze Palette. Und es ist ein Punkt. Gott, als Herr, hat dir das anvertraut. Und er wünscht sich, dass du das einsetzt, dass es sich vermehrt, dass du die anvertrauten Gaben wahrnimmst und die sogar, das ist das Coole, nach weiteren Gaben ausstreckst. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Und ich möchte uns einladen, das zu unserem Gebet zu machen. Möge Gott mir die Kraft geben, all das Gute zu tun, was nach seinem Willen durch mich geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Denn ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Hebräer 13, Vers 21, ist eigentlich der Schluss vom Hebräerbrief. Wir dürfen ja dann nachher noch das Abendmahl feiern. Aber ich möchte uns zuerst in eine Gebetszeit hineinleiten mit dieser Frage: Bin ich freigesetzt, mich hinzugeben? Bin ich freigesetzt zur Hingabe? Ich lade dich ein, dem Jesus eine Antwort zu geben. Wenn du spürst, die Rechenschaft, oh, das stresst mich, das macht mir eigentlich Angst, dann mach dich auf. Und sag ihm, Jesus, dass du deine eigentliche Berufung, Teilhaber zu sein, ganz neu möchtest ergreifen. Und bitte ihn darum, dass er dir hilft, neu zu denken, Paradigmenwechsel vorzunehmen. Nicht Arbeiter, sondern Teilhaber zu sein. Wenn eine kurze Zeit vom Gebet reingeht, wo du einfach dein Leben von Jesus ausbreitest, lass uns beten. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till?